frage ich mich, ob Omnistad wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Und da sind wir auch wieder zurück und Rebecca fängt gleich wieder an zu quatschen. Das hört jetzt doch unglaublich mit dieser Frau. Okay, wir gehen einfach weiter. Wir müssen die dritte Kiste in den Abgrund befördern. Hä? Wo geht's her? Ah, okay, ja, gut. Jetzt hierher. Boah, wie geil. Jetzt hier rüber. Tada. Verstärkung ist da. Mit denen komme ich schon klar. Nein! Die sehen uns schon wieder. Das gibt's doch nicht. Den kaufen wir uns. Erst kaufen wir uns den. Nein! Verdammt! Was ist passiert? Der nächste bitte. Da haben wir noch einen. Irgendwo war noch einer. Irgendwo ist noch einer. Wo denn? Ich kann erstmal den Chip mitnehmen, in aller Ruhe. Und dann haben wir noch einen. Hier irgendwo versteckt er sich. Da unten! So, das war der letzte. Da ist die Drohnenkiste, ich weiß, aber ich gucke erstmal, ob wir noch irgendwelche Chips haben zum Mitnehmen. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Doch, da hinten, guck mal. Den müssen wir noch mitnehmen. Alles Erfahrungspunkte. Desto besser können wir upgraden. Desto besser sind wir hier Mirror's Edge parkourmäßig unterwegs. So, wir machen die Kiste eben platt. Hä? Da ist sie, die letzte Kiste. Ich zerstöre jetzt die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. Dann tun wir das. Und verschwinde jetzt von hier. Danke, Faith. Ich wette, jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie sich wieder hier runterwagen. Mach dich auf den Rückweg. Wir bereiten eine neue Mission vor, an der du vermutlich teilhaben möchtest. Wo kommt das denn her? Das war doch gerade noch nicht da. Sind jetzt hier noch mehr von diesen Dingern? Ey, die waren doch gerade alle nicht da. Das ist ja witzig. So, auf der Seite haben wir noch einen. Oh, wir schleichen. Da sind noch mehr Leute. Ich war doch gerade schon hier. Komm, wir sind gerade da. Was wir so mitnehmen können, das nehmen wir mit. Das wäre ja Quatsch, das liegen zu lassen. Alles wertvolle Erfahrungspunkte.
oben war noch einer. Nein, das gibt's doch nicht. Da müssen wir echt die Treppe nehmen. So, ich glaube, das waren jetzt erstmal so alle hier. Auf den ersten Blick müssen wir, wo müssen wir jetzt hin? Ne, hier runter müssen wir doch, na klar. Ich hätte gleich daher gehen können. Ich das wollte. Den nehmen wir auch noch mit. Ah. Und ein Chip. Super. Aber noch mehr. Ach, guck mal, hier ist doch hier der Unterschlupf. Alter! Was ist das denn? Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Okay, dann drücke ich nochmal. Genau dasselbe wie gerade gemacht. Okay, Rebecca Thane. Was führst du im Schilde? Rebecca wirkt für dich. Will ich aber gar nicht. Oh, Rebecca. Da bin ich. Cool, boah, kannst du nicht. Vive la Resistance. Mit Rebecca sprechen. Boah, die guckt aber grimmig. Ob die uns gleich irgendwie weglasert. So, pssau. Okay. In diesem Gebiet und in diesem Gebiet. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Na gut. Wie ist der Plan? Kruger-Sec wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Boah, diese Olle, ey. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Es liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Oh, Tristan. Was hast du für uns? Schauen wir mal. Okay. Was denn? Heranziehen. Oh, wie geil. Die Greifhakenspitze kann Objekte greifen und ermöglicht es Faith, diese aus großer Entfernung heranzuziehen. Cool. Das klingt doch schon mal schön. Ah, okay, Kit. Wir können ja auch einfach die Frau in die Falle laufen lassen und die Fluchtroute nicht sichern. Dann sind wir die los. Dann wird die gefangen. Ich finde das einen guten Plan. Muss ich durch das Loch oder muss ich... Nein, ich muss da hoch. Das finde ich nämlich einen guten Plan. Ach, guck mal, wie geil. Jetzt können wir das hier schon... Jawoll. Oh. Oh, und den nehmen wir auch noch mit. Boah. Komm ich hier dran? Jo. Perfekt. Ja, wir demolieren hier alles. Wo geht's denn hierher? Na, super. Da oben scheint der nächste Kontrollpunkt zu sein. Und Icarus ist also schon unterwegs.
Der alte Haudegen. Mission starten. Rebecca plant, Krugers Hack durch die Entführung einer hochrangigen Offizierin einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Die Zielperson ist dieselbe Frau, die du bereits bei Elysium und später auch während des Angriffs auf das Versteck gesehen hast, bei dem Noah getötet wurde. Ikarus und du sollt bei der Entführung helfen, indem ihr die Fluchtrouten zum Versteck von Black November sichert. In dem Gebiet wurden weitere automatische Geschütze, Beobachtungsdrohnen, installiert, die inzwischen aktiv sind. Stimmt, diese Frau hat ja diesen ersten Runner da getötet, der gerade die Daten gehackt hat. Fate, Ikarus, um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Keine Sorge, Bleibt außerhalb Rebecca. Des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Machen wir, sind vom Fach. Dann wollen wir mal gucken. Nein! Wie es aussieht, können wir uns an die Arbeit machen, Faith. Ich habe hier unsere ersten Beobachtungsdrohnen. Schalten wir sie aus. Mach das. Und sei vorsichtig. Diese Dinger sind auf tödlichen Beschuss programmiert. Tödlichen Beschuss. So. Haben wir ja schon eine? Verdammt, sie haben mich erfasst. Ich sitze hier fest. Sie erwischen mich nicht, aber ich kann ja auch nicht weg. Du musst sie deaktivieren. Alles klar, Ikarus. Verwende das Terminal, um die Beobachtungsdrohnen zu deaktivieren. Welches Terminal denn? Ah. Nein. Hä? Okay. Ey, das gibt's doch nicht. Nochmal, jetzt aber ordentlich. Beharrliche Bastarde! Die hören einfach nicht auf zu feuern! Pass auf, dass du nicht in das Schussfeld gerätst! Nein, ich bin schnell! Sicher! Puh, ein Glück! So langsam ist es doch ein bisschen brenzlig geworden. Wir treffen uns unten. Das sind die hier Kruger-Sack. Warnung, Kruger! Steckt mir dein Rohr nicht ins Gesicht, ey. So. Ach, guck mal, da ist er ja. Ikarus. Ich fürchte, in dem Tempo schaffen wir das nicht. Ja. Wir könnten uns aufteilen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fehlschlag. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun, wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mach das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Faith, Ikarus, wie ist die Lage? Meine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immerhin, Runner wird schnell. Linken Zahn zu. Sir, yes, sir. Ich nehme Route B, du nimmst A. Wir schlagen schnell und hart zu. Genau. So. Wir arbeiten zwar durch das Gebäude vor. Die Musik auch immer so schön. Folge gibt es auf deiner Route zwei Steuerungsterminals, Faith. Das erste sollte auf deinem Beat markiert sein. An alle, hier ist Rebecca. Das Ablenkungsmanöver ist bereit und das Zugriffsteam beinahe vor Ort. Heute zeigen wir den Familien, dass keiner von ihnen vor uns sicher ist. Heute geben wir denjenigen eine Stimme, die selbst keine besitzen. Ein Gebäude ist sauber. Es gibt einige Terminals, mit denen mehrere Drohnen verbunden sind. Ich deaktiviere jetzt das nächste. Nein, und das gibt's doch nicht. Terminal? Erledigt.
So, jetzt aber. Jetzt einmal wieder hier hoch. Und an dem Rohr hier hoch. Zugriffsteam ist vor Ort. Oh. Icarus, Faith, redet mit mir. Keine Lust. Wir kommen voran, Sir. Noch einmal, Sir, und ich sorge dafür, dass du nie wieder an dir rumspielen kannst. Ja, verstanden. Sorry. Sorry, Sir. Ich starte das Ablenkungsmanöver. Aufmerksamkeit erregen. Alle Mann bereithalten. Das nenne ich mal eine Ablenkung. Rote Base ist sauber. Wir arbeiten jetzt an Route A. Okay. Baufläche. Kastenlose. 300 Einwohner. Also hier wohnen so die Ärsche der Stadt wohnen hier anscheinend. Was? Deportation in die Greylands? Okay, wir müssen die Route sichern. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwelche Roboter hier finden. Krugersack hat angebissen. Es sind mehrere Vitos im Anflug. Haltet euch bereit. Haben die Bestätigung, dass unser Ziel sie anführt. Perfekt. Die Olle. Wow, die ist echt ernst. Ruhe im Karton. Da sind die. Futuristischen Hubschrauber. Ich sehe dich, Faith. Du bist ganz in der Nähe des Terminals. Wo bist du? Sobald du fertig bist, überlege ich mir, wie du das zweite erreichst. Ach toll. Ich hätte ganz gern vorher irgendeinen Plan, bevor ich hier was mache. Bevor ich wieder mein Leben riskieren muss. Da drin gibt es kaum Deckung. Du musst deshalb ständig in Bewegung bleiben. Die schießen schon, Alter! Rhythmus ist nicht sonderlich gut. Solange du nicht stehen bleibst hier und sie dich ins Visier nehmen, müsstest du sicher sein. Außerdem sollte es zumindest ein paar Stellen geben, an denen sie dich nicht sehen können. Da kannst du dann kurz durchatmen. Oh oh. Ah, okay. Natürlich. Okay. Dann geht's weiter. Du musst schnell sein. Dann können sie dich nicht anvisieren. Ich bin schnell, Icarus. Du hast im Elektrozaun gefangen. Du schaffst das. Alles schafft jeden Moment. Ich will, dass beide Routen gesichert sind. Verstanden? Chill mal. Wir sind dabei. Ich will unser Bestes. Was, wir machen hier Camping? Ich will nicht euer Bestes. Ich will, dass es erledigt wird. Die Falle ist zugeschnappt. Oh. Team Anders, vorrücken. Team Bernadette, sichert die linke Flanke. Team Bernadette. Team Howard. Geht's nicht durch? Zielperson gesichtet. Sie führt eine Enforcer-Einheit an. Schalte die Kerle aus. Boah, was ist denn hier los? Die Enforcer sind erledigt. Stell die Zielperson ruhig. Blöden Enforcer. Ich sagte, ihr sollt sie ruhig stellen. Machen wir. Zielpersonen sind gewahrsam. Alle Teams bereithalten. Wir rücken ab. Perfekt. Ja, gut gemacht. Und jetzt aufs Dach. Da wartet eine Transportgelegenheit auf dich. Jawohl. Das finde ich gut. Krugersack bekommt Verstärkung. Wie ist der Status auf Route A? Oh. Wir sind fast fertig. Fast genügt nicht. Das muss genügen. Wir können nicht hexen. Hast du mal ein bisschen gewartet mit deiner Zugriffsaktion? Warte kurz, während ich das Ding in Bewegung setze. Ach, dieses den Kasten? Der ist im Kran, der Icarus. Spring auf! Wow. Alles klar, ich schwenk das Ding jetzt um. Weißt du was, Icarus? Wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast, ein Runner zu sein, kannst du jederzeit Kranführer werden.
zumindest die Grundlagen habe ich schon drauf. Okay, kümmere dich jetzt um das zweite Terminal und bleib in Bewegung. Jo, wir schaukeln erst noch ein bisschen, aber gerne. Okay, wir fangen an. Boah, Alter! Ich dachte schon, wir knallen runter, weil ich genau gegen diese Säule gesprungen wäre. Okay, erreiche die Spitze des Gebäudes. Muss ich hier durch? Verdammt, an das Terminal natürlich kommt nicht. Wir brauchen irgendwas, oder doch? Um es zu zerstören. Oder doch? Oder doch? Cool. Oh, oh, werden wir beschossen. Lauf weiter. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ja, sag mal. Boah. Was ist denn hier los? Leute. Richtig Action hier. Das ist deine Mission. Ignoriere sie, Faith. Konzentriere dich einfach auf deine Aufgabe. Siehst du die Stahlträger, die ich gerade runterlasse? Ja, Mann. Spring auf und löse die Notfallsicherung. Und vergiss nicht, dich festzuhalten. Schnell. Du bist fast da. Ja. Okay, spring. Sehr gut, löse jetzt die Sicherung. Ach da, mit dem Ding. Boah. So macht man das als Runner. Ich lasse den Haken jetzt runter. Rebecca, guter Ass gesichert. Gut gemacht. Ein bisschen langsam, aber immerhin. Ja, hättest du besser selber mal gemacht, Rebecca. Dann wär's vielleicht schneller gewesen. Sie bringen das Paket jetzt weg. Sie haben die Zielperson? Ja, und wir haben keinerlei Verluste, nur einen Verwundeten in Team Bernadette. Es war ein guter Tag. Wir sehen uns in der Basis. Perfekt. Du hast sie gehört, Faith. Machen wir uns auf den Rückweg. Ich hab einen Mordshunger. Du hast nur im Kran gesessen. Die Beobachtungsdrohne Bescheid wissen. Das würde das Ansehen von Krugers Heck wohl kaum steigern. Ich bin mir sicher, dass sie davon wissen. Sie entscheiden sich nur einfach dafür, wegzusehen. Tja, irgendjemand sollte sie aufwecken. Abgeschlossen. Wir haben einen Aufzug gesichert. Er bringt euch direkt ins Hauptquartier. Cool. Perfekt. Wie geht's der Gefangenen? Sie ist gesund und munter. Und bis ich entschieden habe, was wir mit ihr anfangen, bleibt das auch so. Ja, das ist ja wunderbar. Den nehmen wir noch mit. Und dann, ihr Lieben, verabschieden wir uns für diese Folge. Das war auf jeden Fall actionreich. Drohnen zerstört. Und wir haben eine Frau von Krugersek entführt. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Und ob das auch was wird, was sich die Rebecca da vorstellt. Wir werden es erfahren in einer der nächsten Folgen. Bis dahin.